Ich muss ja nur noch den anderen Krempel mitnehmen, dann wäre ich ja zufrieden. 8 von 24, ja, da ja. Alleine das ist schon eine Herausforderung. Aber wenn wir jetzt hier in Oklahoma City die Strecke bauen gleich, dann können wir wieder was reißen. Okay, hier fehlt es noch. Boah, noch so viele geile Sachen hier. Brocks Mogul, 86 km/h. Geil. Geilo. Nehme ich. Senkt Baukosten aller Gebäude. Die nehmen wir gerne. ...68.000. Ach komm. Okay, Getreide voll. Oklahoma City ist voll. Ja, die haben mehr... Die kriegen mehr als Dings, ne? Das ist schade. ...13. Okay, das ist, wird, ist voll. Aber Dodge City kriegt noch nichts. Das ist schade. Wir haben schon Juli. Bis 72 muss das passiert sein. So, dann pass mal auf. Bauen wir jetzt tatsächlich noch einen zweiten Bahnhof. Und zwar aus Gründen. War ich ja noch eigentlich... Ah nee, stimmt, kann ich nicht. Es geht ja nicht darum, dass ein zweiter Bahnhof ist, sondern es geht ja darum, dass wir hier noch eine Lagerhalle bauen, damit wir hier noch anderes Zeugs mitnehmen können. Stimmt ja. Und dann muss es natürlich auch noch mit dem Gleis verbunden werden. Aber auch das kriegen wir hin. So. Geld kommt ja rein, so ist es ja nicht. Du nimmst mit nach Topeka. Wichita, Topeka. Nimm wieder mit, das ist gut. Du hast eine kleine Panne, das ist nicht gut. So, und hier wollen wir jetzt noch eine zweite Lagerhalle hinbauen. 119.000, damit wir hier endlich auch mal ein bisschen Stoff haben. Wenn wir nämlich den Stoff hier loskriegen aus Kansas. Ja, die sind bald durch. 9 von 24, 10. Ja, die werden zuerst beliefert. Wahnsinn. Ja, wohl hier geht's auch voran, außer mit dem Zeugs. So, Rotrast könnten wir ja eigentlich auch noch weiter fördern. Wenn wir sagen, okay. Das ist die. Das ist die Geschichte. Und das ist Wichita für 147.000. Die nehmen wir mal mit. Die machen wir jetzt. Machen wir zur Doppel. Damit das ein bisschen schneller geht. Damit da mal ein bisschen Dampf passiert. Komm schon. Gib Kette.
So. Weichenkopf gesetzt. Extrem lang. So, Oklahoma City. Hat hoffentlich ein Gebäude. Hat es. Das ist okay. So, Topeka, Santa Fe ist nicht zu bremsen. Na, das glaube ich auch. Wir sind nicht zu bremsen. Das läuft hier, das ist gut. Sieht's denn hier aus in Oklahoma City? So, Wichita, beziehungsweise hier die Strecke, können wir jetzt auch doppeln. Einen zweiten Zug draufballern. Gemischt. 138.000. Nehme ich sogar mit Kühlwagen. Dann kostet er 178. Und dann können wir eventuell Obst mit hochfahren. Was ja wünschenswert wäre. Komm schon. Zweiter Zug ist wichtig. Hier reicht der eine erstmal aus noch. Wohlgemerkt noch. So, bam, da kommt der zweite. Ja, sehr schön. Genau, nimm das Zeug mit. Perfekt. Wunderbar. Zweiter Zug, doppelte Einnahmen. Wichita läuft auch. Dodge City nimmt wieder Holz mit. Nicht viel, aber immerhin. Hier kommt Nachschub. Klappt soweit. So, okay, jetzt sehen wir mal zu, dass wir hier oben noch mal was machen. Da ist die Expresslinie. Quatsch. 22.000. Da oben kommen wir nämlich nicht ran. 71.000. Warum mache ich das jetzt? Ganz einfach. Ich möchte hier oben den Stoff anliefern und dann, weil hier unten ist voll, den Rest Stoff dann verteilen. Das ist so der Plan. Deswegen, und hier unten ist ja die Frachtgeschichte. Deswegen mache ich das jetzt. Okay, wie sieht es denn eigentlich aus mit... Okay, es ist vierfach. Okay, das ist gut. Dann werden die mit abgedeckt. Jetzt brauche ich natürlich das Geld, um hier noch eine Lagerhalle zu bauen. Beziehungsweise nein, eigentlich gar nicht. Denn ich brauche eigentlich nur das Geld, um Züge zu ballern von hier nach da oben. Gemischte Züge, die dann hier fahren. Auf der Linie mit. 5,5, das ist ja ein Witz, was da Auslastung ist. Wie sieht es denn hier aus? Da müssen wir immer so ein Auge haben auf die Ziele. Dodge City hat 18 von 25. Irgendwo läuft wieder was ab. Also richtig vom Fleck kommen die hier noch nicht. 0,1, das ist ja erbärmlich. Holztechnisch ist, kommt auch nur einer an. Topeka 2, Kansas City. Genau. Das ist gut so. Genauso sollst du fahren.
gemischt. Zwei Züge. Ein Zug reicht vollkommen aus. Mit den Dienstwagen, Speisewagen, Postwagen. Kühlwagen. Ach komm, wir nehmen den Kühlwagen auch noch mit ran. So, bäm. Gib Gas, mein Freund. Ah, der nimmt nämlich Bauholz mit. Sehr geil. Und müsste auf dem Rückweg eigentlich Klamotten oder so mitnehmen. In der Theorie. Wir schauen mal, wie das jetzt klappt. Man muss natürlich warten einen Moment, bis der durch ist. Der kommt mit Holz. Gucken wir uns das mal an. Oh, schön hier mit Tunneln und so weiter. Oh, herrlich. Guckt euch das mal an, ey. Ist ja der Hammer. Ja, und in der Theorie sollte er was mitnehmen. Er nimmt wieder Holz mit. Holz nimmt er mit. Holz nimmt er mit. Also ist nicht gut, dass er Holz mitnimmt. Weil hier oben sollte das nicht einladen, es sei denn, er bringt es jetzt nach da unten. Dass das übergriffig ist, ist es aber nicht. Er ballert es nach da oben. Ihr nehmt das Holz nämlich mit für die Verarbeitung. Das ist schlecht. Nimmst Holz mit. Hey, der nimmt Holz mit. Für unten. Kommt zurück mit Bauholz. Machen gerade Minus, das ist schlecht. Und langsam mache ich mir dann doch ein bisschen Sorgen. Bis 72. Getreide, 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 Zucker. Wir müssen die Expresslinie. Oh, ein entfernter, aber wohl am Tant ist leider verstorben und hat die 72 Baugewerbeaktien hinterlassen. Oh, schön. Da gucken wir gleich mal. Oh, und wir können Anleihen aufnehmen. Das ist geil. Ja. Sehr schön. So sieht es denn aus in Kansas, in Dodge City. 1924. Das gefällt mir alles noch nicht. Cooper Station, Iman Stop. Nein, noch nicht. Ja. Okay, pass auf. Weil das jetzt fehlt, nehmen wir das mal ganz kurz raus. Rotrast. Ja, das ist okay. Weil die Linie hier nicht, sonst nicht mehr funktioniert. 47.000. Kostet mich der Spaß jetzt.
Und jetzt haben wir es wenigstens doppelt. So, okay. Sollte das wieder funktionieren? Okay. Er nimmt immer noch Bauholz mit. Unfassbar. Unfassbar. Er wird wieder gewartet. Und dann sehen wir mal zu, dass wir Denver eventuell auch schon in den Start kriegen. Vielleicht können wir das ja abarbeiten. Wäre doch nice. Kommt der nächste Zug. Geldtechnisch stehen wir jetzt gut da. Ein Holz. Nimmt damit. Ein Holz. Ein lächerliches Holz. Alter Falter, ey. Bin ja fast dabei zu versucht, den Holzbetrieb hier zu kaufen. Wenn möglich. 103. Dann die Produktion hochzufahren. Was haben wir noch? Eine Aufgabe. Transportiere ohne Umstellung von Topeka nach Denver. Denver haben wir hier. Cooper Station, Topeka. Was sehen denn meine Augen denn da? Wichita. Klamotten packen wir auch noch mit rein. Kann nicht schaden. Topeka. Null. Null Holz gerade. Null Holz. Okay, warte mal. Ich wollte ja mal gucken. Brauchen die hier das Gemüse? Ja, das Gemüse würde sogar gehen. Obst wäre auch geil, wenn sie es kriegen könnten. Okay, das Gemüse können wir uns hier holen. Das machen wir auch. Wir holen uns das Gemüse. Da kein Problem. Wir haben ja genug Anschlüsse. Topeka 2 wäre eine Option. Das ist unsere Option. 400.000, auf gar keinen Fall. Genau, für 72.000 schon eher, das ist in Ordnung, damit kann ich leben. Dann bringen wir nämlich das Gemüse mit an den Start. Zusätzlich. Na komm. 171. Mit ein bisschen Steigung, aber wie gesagt, da kann ich wunderbar bei mit Leben. Dodge City, wie weit bist du? Du bist bald fertig, das ist schön. Wir haben auch wieder zwei Punkte zum Erforschen, das ist natürlich noch besser.
mit 3. Ey, wir haben was geschafft, glaube ich. Aber nicht das. Wahrscheinlich Oklahoma City. Ja, Oklahoma City ist gewachsen. Juhu. Geilo. 500.000. Da warten wir noch mal ein bisschen. Okay, so. Bäm. Bäm. Und ein Gebäude, bitte. Mittig. 2 Punkte. Und jetzt gucken wir mal, dass wir Denver mit rankriegen. Also das hier an den Start, noch 125 Tage, den holen wir uns nicht mit. Und hier kommt das Holz. Aber ich sehe keine Klamotten. Na, warte mal, neue Zuglinie, Wardbahnhof. Topeka 2 mit Kühlwagen, Dienstwagen und einmal Fracht, bitte. Ja, und dann werden wir hier mal eine Dingswerkstatt bauen. Weil wenn ich hier jetzt was hinpacke, kann ich da nicht zusätzlich auch noch was hinpacken. Da möchte ich schon ein bisschen was anderes noch haben. Da sieht doch jetzt alles sehr, sehr gut aus schon. Wenn wir jetzt den Rest noch hinkriegen, bin ich ja zufrieden. Ja, nimm Fleisch mit. Fleisch ist okay. Fleisch ist okay. Okay, das hat er. Jetzt braucht er in Anführungsstrichen nur noch Getreide. Und die können wir uns von Rutrast auch noch holen. Okay, das passt mal gar nicht. So, zack, dann haben wir Rutrast nämlich auch noch einen Start. Zusätzlich. Und können Windschitter weiter befeuern. Eine neue Zuglinie. Rutrast. Widgeter. Dienstwagen. Da reicht aber eine aus. Feuer frei. Da reicht eine aus. Gucken wir mal. Müsste klappen. Jawohl. Sehr gut. Klappt. Hol dir das, damit gehen wir auf Wichita. Wichita kann dann weiter verteilen nach Dodge City und dann geht das hier los. Muss ein bisschen Gas geben. So, jetzt gucken wir uns das. Also wir. Müssen wir jetzt mit Denver konkurrieren? Oh, 3 Punkte. Was haben wir denn da? Die Class 121 Express. Schön. Schöne Sache. Endlich hast du auch mal eine ordentliche Maschine. Unser Wettstreit wurde in letzter Zeit etwas einseitig. Ach ja. Ja, sehr gut. Wir haben doch hier eine Expressgeschichte, ne? Du bist eine Expressgeschichte. Dann wechseln wir dich doch gleich mal aus gegen eine neue. Die Class 121.
Zuglinien. Dodge City, was bist du für eine? Zuglinie unvollständig. Dodge City, Widget. Dodge City, Wichita? Was ist mit der? Dodge City, Wichita 1? Gemischt. Muss ich nicht so ganz verstehen. Wichita Even Stop. Wichita Even Stop. Wichita Even Stop. Ja. Was müsste eigentlich gehen? Wichita Even Stop. Des Westens haben mich schon als Kind immer fasziniert. Ich glaube, es war Gottes Wille, dass mich meine ursprüngliche Karriere als Anwalt nicht hat halten können. Na gut, wir haben was wieder geschafft. Guck ich mir gleich mal an. Erstmal das Problem hier lösen. Warum kommt denn der da nicht drauf? Der fährt ja nirgendwo hin. Was ist denn mit dir nicht? Das passt doch, das ist okay. Oder darf der einfach nicht mehr fahren? Aber es ist doch soweit in Ordnung. Das raff ich jetzt gerade nicht. Fährt nach da hoch. Okay, er kann nach Hutrast, aber nach Evenstop kann er nicht fahren. Da er nicht erreicht werden kann, aber du bist doch dran. Oder fehlt da einfach nur... Ah. Kann es sein, dass es jetzt das ist? Aha. So, was mit dir hier? Kleine Panne, okay. Meine Güte. Ansonsten sind alle soweit in Ordnung. Okay, also wir haben Dodge City gegründet. Schön. Wie weit sind wir insgesamt? 40% in der Aufgabenliste. Also die Mission, Kampagnenmission, die sind echt zeitintensiv. Freunde, die sind echt zeitintensiv. Kümmern wir uns jetzt mal um Denver.